Computergenealogie. Was wir sammeln, sind wirkliche Menschen in der Geschichte und ihr Leben, zu dem auch der Krieg gehörte. Wir haben in einer ganzen Reihe von Projekten Verlustlisten gesammelt. Zum Beispiel diese hier, Schleswig-Holstein 1848. Ja, das stammt dann aus einem Erfassungsprojekt, einem Community-Projekt aus dieser Quelle. Ja. Und die Daten sind durchsuchbar. Ja. Man kann sich die im Detail angucken. Ja. Die Datensätze, die wir jetzt hochgeladen haben, sehen so aus. Ja, man sieht, die sind nicht perfekt. Ja, manches enthalten sie auch nicht. Aber sie enthalten etwas Konkretes über das Leben der Menschen damals und macht was draus.